32 Paare aus 21 Nationen kämpften Plätze für die Finalrunde. Über 10.000 Zuschauer in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle sollten eine Supershow zu sehen bekommen. Und das sind die Weltmeister, die Titelverteidiger Michael und Patsy Hull aus Osnabrück. 1987 eroberten sie zum ersten Mal den Welttitel der Professionals über 10 Tänze. Wir steigen ein mit dem ersten Tanz in der Endrunde. Langsamer Walzer, Dreivierteltakt, 30 Takte pro Minute. Dennis und Adele Tremblay, die Drittplatzierten des vergangenen Jahres, ein ausgezeichnetes Standardpaar. Der langsame Walzer lebt von den weiten und raumgreifenden Schritten. Hier Horst und Andrea Bär aus Bremerhaven, sie waren Zweite im vergangenen Jahr. Ihre Stärke sind die lateinamerikanischen Tänze, aber auch hier in den Standardtänzen sind sie natürlich vorbildlich. Wir beginnen mit dem Paar Nummer 4. Das sind Bo und Helle Loft Jensen aus Dänemark. Sie belegen nach dem ersten Tanz den letzten Platz. Obwohl es ja eigentlich wehtut, in dieser Runde von einem letzten Platz zu reden. Und dann gleich eine Überraschung. Denn Dennis und Adele Tremblay aus London erhalten von den Unparteiischen den ersten Platz im langsamen Walzer. Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 10, Couple Nummer 10. Das sind Martin und Alison Lamb. Aus England, die Viertplatzierten des vergangenen Jahres. Vierter Platz für Sie. Wir sehen die offene Wertung für Paar Nummer 14. Couple Nummer 14. Das sind Hidekazu und Yoko Tanaka. Auch wenn es da ein wenig durcheinander geht, im Schnitt ist das der fünfte Platz. Wir sehen die offene Wertung für Paar Nummer 32. Dritter, Erster, Zweiter, Dritter und Erster Platz. Michael und Patsy Hull, zweiter Platz im langsamen Walzer. Und schließlich noch die Wertung für Paar Nummer 33. Erster, Vierter, Dritter. Und dritter, an dritter Position dritter, vierter, Horst und Andrea Platz. Bär. Also es ging gleich spannend los, die beiden deutschen Paare ganz eng zusammen. Zweiter Tanz, Tango, Zweivierteltakt, 33 Takte pro Minute. In den 50er Jahren hatte der Tango natürlich aufgrund seines südamerikanischen, seines argentinischen Ursprungs einen festen Platz in den lateinamerikanischen Tänzen. Erst Mitte der 60er Jahre wanderte er über in die Standardtänze. Jetzt, wir sehen sie nachher noch einmal, Hidekazu und Yoko Tanaka. Und Michael und Patsy Hull.
Die Wertung für den Tango. Für Bo und Helle Loft Jensen. Und wieder für die beiden sympathischen Dänen der sechste Platz. Das sind die Platzierungen und Plätze von 32 Paaren in dieser Endrunde. Diese Wertung, auch das ist ein Erfolg. Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 9. Zoter, erster Zoter, Zoter, erster Zoter. Zoter Platz für Dennis und Adele Tremblay aus England. Wir sehen die offene Wertung für Paar Nummer 10. Vierter Platz insgesamt für Martin und Alison Lamb aus England. Ja, und Frau Maruyama aus Japan macht gar keinen Hehl daraus. Sie gibt den Engländern den siebten Platz und ihr Paar hat sie vorne. Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 13, Couple Number 13. Sechster, siebter, 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 sechster, sechster und siebter Platz. Das war das zweite japanische Paar, Takeshi und Emiko Onö. Sie belegen hier den siebten Platz. Siebter, zweiter, vierter, fünfter, siebter, erster und fünfter Platz. Ja, da ging es ordentlich rauf und runter. Für die Japaner, ich sagte es ja schon, der gute Platz der eigenen Preisrichterin. Erster, dritter, erster. Erster, zweiter, dritter und erster Platz. Die Majorität der besseren Plätze entscheidet den ersten Platz für Michael und Patsy Hall. Dritter, 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 vierter und dritter Platz. Im Dreivierteltakt. Doppelt so schnell wie der langsame Walzer. Der Tanz, der durch die schnelleren, schmissigeren Melodien von Johann Strauss etwas aufgepeppt wurde. Sehen wir Horst und Andrea Bär in der Mitte des Parketts beim Fleckern. Das kommt aus dem Wienerischen, nämlich als vor vielen, vielen Jahren alle Paare im Dreivierteltakt auf engstem Raume tanzen mussten und einfach nicht genügend Platz war, wie gestern in der Westfalenhalle. Fünfter, sechster, sechster. Sechster, vierter, fünfter und dritter Platz. Ja, leider wie in den vorangegangenen Tänzen für das Paar aus Dänemark, für Bo und Helle Loft Jensen, wieder nur der letzte Rang. Zoter, erster, dritter, Zoter, Zoter, Zoter und vierter Platz. Die Wertung für Dennis und Adele Tremblay, zweiter Rang. Vierter, fünfter, fünfter. Vierter, fünfter, ja, kleine Überraschung, abgerutscht auf Platz 5 waren Martin und Alison Lamb, das zweite starke Paar aus England. Tanaka, Start Nummer 14. Sechster, dritter, vierter, fünfter, sechster, dritter und fünfter Platz. Und wieder der dritte Platz von Frau Maruyama für das eigene Paar aus Japan. Start Nummer 32. Erster, zweiter, erster, 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 erster und erster Platz. Beifall von den Fans, denn circa 500 waren angereist aus Osnabrück, um Michael und Patsy Hall anzufeuern. Ganz klare Führung für die beiden, jetzt nach vier Tänzen. Entschuldigung, nach drei Tänzen. Der vierte Tanz ist dieser Slow Fox, langsamer Foxtrot. Erlebst von der gleichmäßigen Fortbewegung im Raume. Jeder Schritt soll gleich lang sein und das ist schwierig, denn drei Schritte auf vier Taktschläge zeitlich gleich lang hinzukriegen, das bedarf schon einer gehörigen Tanzkunst.
Staffelnummer 9. Dritter, erster, zweiter. Zweiter, erster, zweiter. Das ist jetzt schon die Wertung für Dennis und Adele. Tremblay, der zweite Platz für die Engländer. Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 10, Couple Number 10. Vierter, fünfter, 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 vierter, sechster und vierter Platz. Rang Nummer 5 für die zweiten Engländer, für Martin und Alison Lamb. Und jetzt überzieht die Dame aus Japan doch ganz gehörig, denn sie setzt ihr Paar auf den ersten Platz. Nutzt aber alles nichts, insgesamt wurden sie Vierte. Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 32, Couple Number 32. Erster, Dritter, Erster, Erster, Zweiter, Dritter und Erster Platz. Erster Platz, wie gewohnt, für Michael und Patsy Hull. 33, Kabel Nummer 33. Zweiter, vierter, dritter. Dritter, dritter, vierter und dritter Platz. Ja, und jetzt wurde es eng für Horst und Andrea Bär. Sie platzierten sich nach dem Slow Fox auf dem dritten Rang. Und sie mussten dranbleiben, wollten sie im Gesamtklassement einmal ganz oben auf dem Podium stehen. Und deswegen heißt es jetzt im letzten Tanz der Standardrunde im Quickstep noch einmal alles dran zu legen. Der Quickstep, übrigens früher mal ein ganz gemächlicher Tanz, der nur als schneller Foxtrot bezeichnet wurde, aber dieser Tanz hat sich genau so entwickelt, wie er hier von Michael und Patsy Hull präsentiert wird, rasant. Dennis und Adele Tremblay. Dritter, erster, zweiter, 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 erster. Ja, und mit dieser Wertung behaupteten sich Dennis und Adele Tremblay nach dem Quickstep, nach der Standardrunde, auf dem zweiten Platz. Fünfter, 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 vierter, sechster und vierter Platz. Im Durchschnitt der fünfte Platz für Martin und Alison Lamb. Für Hidekatsu und Yoko Tanaka, Paar Nummer 14. Vierter, dritter, vierter. Und noch einmal der Vollständigkeit halber die eigenartigen Wertungen der japanischen Wertungsrichterin Frau Maruyama. Die Wertung für Michael Hall und Patsy Hall Krogul, Paar Nummer 32. Erster, zweiter, erster, 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 dritter und ja, ganz klar. Für die Geschwister aus Osnabrück, Michael und Patsy Hull, fünfmal der erste Platz. Die Majorität für die beiden, das ist der erste Platz nach den Standardtänzen. Horst und Andrea Bär mit dem dritten Rang nach den Standardtänzen organisiert hatte. Zurück zum Wettkampfgeschehen. Sie haben nichts verpasst, meine Damen und Herren. Denn die Professionals beginnen immer die Lateinrunde mit dem Cha-Cha-Cha. Vier Vierteltakt, 33 Takte pro Minute. Im Bild Dennis und Adele Tremblay, die sich wie alle Paare schnell umgezogen haben. Die Kostüme jetzt etwas freizügiger. Der Lieblingstanz von Patsy Hull. Michael hat ja vorhin gesagt, er mag alle gleich gern.
Und Andrea Bär bei diesem jüngsten Tanz, der erst in den 50er Jahren aus den USA nach Europa kam und mit dem bei uns in den Diskotheken wieder eine Ära eingeleitet wurde, dass man sich nämlich beim Tanz... Wertung für diesen ersten lateinamerikanischen Tanz. Wir sehen zunächst die Wertung für Paar Nummer 1, bitte Couple Number 1. Vierter, fünfter, sechster... Sechster, sechster, fünfter und sechster Platz. Chris und Tracy Milburn sind das aus Australien. Sie haben sich in diesem Tanz für die Endrunde qualifiziert. Allerdings haben sie hier nur den sechsten Platz von den Unparteiischen erhalten. Dennis und Adele Tremblay in den Lateintänzen nicht ganz so stark an vierter Position. Dafür ist das zweite englische Paar in den Lateintänzen stärker, Martin und Alison Lamb, der dritte Rang für die beiden. Die Wertung für Paar Nummer 21, Couple Number 21. Sechster, sechster, fünfter. Und auch das Paar mit der Nummer 21 hat sich für den Cha-Cha-Cha qualifiziert. Hein Espen Hattestad und Marianne Sakleson aus Norwegen. Für sie war das der fünfte Platz. Zweiter, erster, erster und zweiter Platz. Und die Michael und Etsy Hall, zweiter Rang. Erster, 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 vierter, dritter und ganz klar die Führung lateinamerikanischen Tänze halten. Kein Tanz offenbart so eindrucksvoll die südamerikanische Lebensfreude. Die oder der Duden lässt beides zu, Samba. Zwei Vierteltakt, 51 Takte pro Minute. Ihr müsstet eine 8 auch haben. So, und jetzt wird die Verwirrung perfekt. Machen wir so. Denn mittlerweile sind 8 Paare auf dem Parkett. Und das ist ganz einfach dadurch zu erklären, bei den Professionals wird da ganz anders gewertet als bei den Amateuren, denn jeder Tanz wird isoliert, individuell gewertet und nicht wie bei den Amateuren im Paket. Auf diese Art und Weise will man versuchen, jeden Tanz und jedes Paar fairer zu bewerten. Das stiftet natürlich, Sie sehen es hier, einiges an Verwirrung, aber ich denke, die Mühe lohnt sich, wenn es darum geht, die Paare gerecht zu platzieren. Fünfter, dritter, vierter. Vierter, dritter, siebter und sechster Platz. Der vierte Platz insgesamt für die Tremblays aus England. Wertung für Paar Nummer 10, Couple Number 10. Dritter, vierter, dritter. Dritter, vierter, sechster und vierter Platz. Der dritte Rang im Durchschnitt für Martin und Alison Lamb, die jetzt in den lateinamerikanischen Tänzen mächtig aufholen. Und nun sind die Achter da. Achter, Achter, Siebter, Achter, Achter. Ja, Heiko Feltens freut sich genauso wie wir. Die Täfelchen mit den Achten sind da.
Wir sehen die Wertung für Paar Nummer 1. Und das war auch insgesamt der achte Platz für das japanische Paar. Paar Nummer 21. Siebter, sechster, fünfter, 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 fünfter und dritter Platz. Fünfter Platz im Durchschnitt für das Paar Nummer 21, die Hattestads aus Norwegen. Couple Number 23. Vierter, siebter, ja, und das ist die Wertung für ein siebter, Paar, das siebter, noch vierter und siebter in der Samba Platz hinzugekommen waren. Christoph Wasilewski und Karolina Felska aus und Polen. Sie erhielten den siebten Rang von den Wertungsrichtern. Zweiter, 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 erster, erster und zweiter Platz. Michael und Petsy Hall behaupten den zweiten Platz und bleiben damit im Gesamtergebnis an der Spitze, auch wenn Horst und Andrea Bär hier ganz klar den ersten Platz in den lateinamerikanischen Tänzen halten. Und damit jetzt der dritte Tanz, die Rumba. Und liebe Zuschauer, wenn Sie lernen wollen, wie man seinen Partner, seine bessere Hälfte perfekt umgarnt, dann geben Sie jetzt Acht. Denn die Rumba ist der ausdrucksstärkste, der gefühlsbetonteste Tanz. Ein Wechselspiel zwischen Locken und Verben, zwischen der Dame und dem Herrn. Das ist der Reiz dieses Tanzes. Was soll man dazu sagen? Perfekter geht's einfach nicht. Ausdrucksstark, exzellent, vorbildliche Darbietung. Wie schon in den vorangegangenen Tänzen, Horst und Andrea Bär an erster Stelle vor Michael und Petsy Hall. An dritter Position Martin und Alison Lepp. Vorletzter Tanz jetzt, der Paso Doble. Wörtlich übersetzt, Doppelschritt, und das passt perfekt zum Zweivierteltakt. Und dadurch entsteht auch dieser marschähnliche Charakter. Paso Doble, der einzige Tanz, der eine Geschichte erzählt. Sie kennen sie wahrscheinlich schon alle. Der Vollständigkeit halber will ich sie noch einmal sagen. Es geht hier um die Geschichte des Toreros, der mit seiner Capa, in diesem Fall die Dame, den Stier, der zum Glück fiktiv im Raum irgendwo umherschwirren soll, reizt. Vor Michael und Petsy Hall. So, und jetzt heißt es, fertig machen für den Endspurt.
Der schnellste Tanz in den lateinamerikanischen Tänzen, genauso wie in der Standardrunde am Schluss. 1:30, höchstes Tempo, Jive, 4/4 Takt, 44 Takte pro Minute. Eine Kombination aus Rock'n'Roll, Boogie, American Swing. Ja, Sie sehen es noch einmal, Michael und Patsy Hall, das ist ihre Stärke, der Jive. Übrigens, Michael ist Weltmeister im Breakdance. Kann man sehen, oder? Ein quirliges Paar, die hier von ihren Fans, das sind nämlich die Fähnchenschwinger aus Osnabrück, alles Schüler ihres Tanzstudios angefeuert werden. Und so eröffneten sie den Jive, das konnten wir am Anfang nicht sehen, mit einem Boxsprung, das ist nicht gerade üblich im Tanzsport. Am Ende der Veranstaltung eine traditionelle, aber immer wieder nett anzusehende Geste aller Paare der Endrunde. Sie verbeugen sich und bedanken sich beim Publikum. Tanz und die Wertung am Schluss musste entscheiden, wer Weltmeister über alle 10 Tänze wird. Das war zunächst die Wertung für Chris und Tracy Milburn aus Australien, die hierfür den 7. Rang erhielten. Sechster Platz für Bo und Helleloft Jensen aus Dänemark. Vierter, Dritter, Sechster. Ja, Dennis und Adele Tremblay aus London hatten an Boden verloren. Nur der 4. Rang für ihren Jive. Der Panembrot 10 für Martin und Alison Lamb. Dritter, Vierter, Fünfter. Für das zweite englische Paar, Martin und Alison Lamb, kam der 3. Platz heraus. Die Wertung für Panembrot 21 für Heinesten, Hattestad und Marion Sachissen. Und die Noten für das Paar, die noch nicht sehr lange dabei sind, sich international erst noch behaupten müssen. Hein Espen Hattestad und Marianne Sakrison an 5. Position im Jive. Zweiter, Erster. Ja, und das war die Überraschung. Die Majorität der besseren Plätze entschied für Michael und Patsy Hall im letzten Tanz den 1. Rang. Erster, Zweiter. Horst und Andrea Bär. Platz 2 für die beiden aus Bremerhaven. Sie sind ein wenig enttäuscht, aber es ist den beiden vorbildlichen Sportlern nicht anzumerken. Die Weltmeisterschaft über 10 Tänze war damit entschieden. Aufgrund des Vorsprungs aus der Standardrunde und dem Gewinn des Jives in den lateinamerikanischen Tänzen konnten Michael und Patsy Hall-Krogul aus Osnabrück ihren Titel verteidigen. Die Sieger verabschieden sich mit dem Ehrentanz. Und dies ist das offizielle Endergebnis. Weltmeister also Michael und Patsy Hall-Krogul aus Osnabrück vor Horst und Andrea Bär aus Bremerhaven und wie schon im letzten Jahr Dennis und Adele Tremblay aus England an 3. Position.